Corona-bedingt lagen die letzten musikalischen Sommer in Bad Schallerbach eher auf Eis. Umso heißer ging es beim diesjährigen Summer Open Air in der Eurotherme her. Als erstes hieß es für Tina Naderer Bühne frei. Ich hab's nicht mehr gepackt, so viel nachgedacht. Ich kann's dir nicht verüben, auch nach einem Jahr. Jetzt sitz ich am Klavier und stell mir tausend Fragen. Ich versuche immer ohne Filter zu sein auf der Bühne und mein Innerstes quasi nach außen zu tragen mit meinen Songs. Und es war heute auch irrsinnig leicht, das zu machen. Also man braucht immer so einen Song, dann schaut man mal, wie sind die Leute. Und da habe ich dann gemerkt, okay, man kann sich wohlfühlen auf jeden Fall auf der Bühne. Wohl fühlte sich auch der österreich-isländische Musiker Thorsten Einarsson, der mit seinen Hits das Publikum begeisterte. Ja, wir werden Layer spielen, wir werden Shackle spielen, wir werden Kryptonite spielen, wir werden Swingset spielen, Galaxy. Alles, was man aus dem Radio schon gehört hat, werden wir heute definitiv spielen. Und das Publikum in der Eurotherme dankte es ihm. Gerade die Mischung zwischen neuen und längst etablierten Stars zeichnet das Summer Open Air aus. Ja, es ist uns immer wieder wichtig gewesen, auch in den letzten Jahren und somit auch heuer, dass wir für alle Altersgruppen dementsprechend musikalisch etwas bieten können. Ja, von jung bis alt, von ein bisschen rockiger bis ein bisschen nationalere Musik und so haben wir es jetzt da zusammengebracht. Und die Tina Naderer und der Thorsten Einarsson natürlich für das jüngere Publikum. Wir vier, die Originalband von Austria 3, liefern eigentlich das, was Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich ausgezeichnet haben. Und zu guter Letzt der internationale Star, die Melanie C., aus ihren 90er Jahren bekannt, auch unter Sporty Spice von den Spice Girls, glaube ich, verspricht all das, was man sich erwartet. Und es wird ein wirklich fulminanter Konzertabend heute hier. Auch wenn einer der Highlights, Wolfgang Ambros, krankheitsbedingt leider absagen musste. Aber wir vier sind nach der Corona-bedingten Pause startklar, die besten Songs des Austropops zum Besten zu geben. Das darfst du nicht vergessen, durch diese ganzen Lockdown-Geschichten und Verschiebungen und dann kommen natürlich noch neue Haken auch dazu. Wir haben keine Zeit. Ist der Sommer dermaßen vollkram, dass ich im Mai mir schon gesagt habe, wie mein Terminkalender angeschaut habe, ich gesagt, wenn ich den Juni, Juli, August überlebe, dann bin ich stolz auf mich. Aber dabei schaut es noch gut aus. Jetzt war die mal, weiß mir viel lieber, war die froh, wenn es dem Wolfgang wieder gut geht. Weil ich sage immer auf die Frage, wie geht's, dann sage ich, ich lebe, das muss reichen und das ist auch so. Mit den Hits der Austropop-Legenden waren die vier sicherlich einer der Höhepunkte des Summer Open Airs in Bad Schallerbach. Hits am laufenden Band ließen die Stimmung auf dem Gelände überkochen. Hallo, du bist der Wahnsinn. Kühlen wollten sich die vier dann am Tag danach. Schließlich bieten die Eurothermen dazu mehr als reichlich Möglichkeiten. Ich habe gerade mit der Rezeption gesprochen. Sie sind ein bisschen nachsichtig und ich darf morgen nach dem Frühstück noch eine Runde schwimmen. Wie mir die Down sein wäre, das werden wir dann sehen. Aber dann bleibe ich halt noch einen Tag. Schauen wir mal. Na, unbedingt. Eurothermen forever, bitte.